Paul Panzer sage ich schon. Chris Kyle, der deutsche Panzer und King Kalle. Ich würde sagen, wir starten mit King Kalle, weil ich Bock drauf habe. King Kalle Videos sind immer gut aktuell, macht Bock. Oh Moritz, was geht ab? Wir sind in Lidl. Ja, volles Programm auf jeden Fall, du hast recht. Was mache ich an Silvester? Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich gehe ich auf eine Hausparty oder zusammen mit Onkel Mirek. Mal gucken, das ist noch, entscheidet sich die Tage, aber nichts will's. Also Silvester gehe ich nicht gerne raus, wenn dann zu Hause schön lecker kochen, bisschen was trinken, paar Spiele spielen. Das macht am meisten Bock. Schocke, danke dir fürs Abo. Danke dir und gut, komm ins Gute, gut ins neue Jahr. Ja, ich muss auf jeden Fall ganz schnell zum TÜV, weil das geht ja mal gar nicht hier, wenn ich mich hier in der Kamera sehe. Kriege ich schon Probleme. Und deutsche Panzertoast, grüß dich. Also, wir starten mit King Kalle. Open Hoffnung, Mike kratzt nicht mal an der Oberfläche. Was hat Kalle zu Mike zu berichten? Let's go, Freunde. So, willkommen auf dem King Kalle YouTube-Channel. Immer noch mit Etikett an der Mütze. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Und zwar geht es heute um das Thema Schwergewicht. Mike Ziesler. Der liebe Mike ist ein Schwergewichts-IFBB-Profi-Bodybuilder aus Deutschland. Ihr wolltet wissen, wie ich seine Chancen in Zukunft sehe oder wie ich ihn bewerte in der Schwergewichtsszene. Das werde ich versuchen, mal mit ein paar Worten hier euch darzulegen, wie meine Meinung dazu ist. Und zwar haben wir den lieben Mike, mit dem habe ich ja ein Training absolviert, ja, und haben da ein paar Videos für uns rausgemacht. Ich konnte ihn dadurch besser kennenlernen. Kennen an sich tun wir uns seit der FIBO 2023, weil wir einen gemeinsamen Sponsor haben oder hatten. Er ist jetzt woanders und da fand ich ihn schon. Ich glaube, Kalle hat irgendwie gegen seinen Coach geschossen, dass er sich einen anderen Coach holen soll, irgendwie sowas. Wirklich sympathisch ist. Was ich völlig blödsinnig finde, weil der Coach von Mike ist top. Ein schwerer Athlet mit sehr, sehr viel Potenzial in meinen Augen, der ja bis jetzt gerade mal so noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt hat, wo er eigentlich hin kann oder hingehört. Der Mike hat den Vorteil, der hat extrem massive Beine. Die Beine von Mike sind wirklich unglaublich aufgebaut. Dadurch bringt er eine sehr, sehr gute Linie mit. Und wo ich jetzt mit ihm trainieren konnte und wir einen Formcheck gemacht haben, das sind wirklich miese Apparate. Also das sind richtige Apparellos. Das sah schon, ich habe lange nicht mehr so massive Beine gesehen. Das sah schon echt. Aber auch das Gesamtpaket von Mike ist irre, ne? Junge, der sieht aus wie eine Actionfigur. Echt gruselig aus, fand ich richtig geil. Hat dem Kalle sehr, sehr gut gefallen. Und das einzige Defizit, was er für mich bringt, jetzt ist im Oberkörper tatsächlich die Arme und der Rücken. Daran muss er dringend arbeiten und das. Ja, gerade Arme. Rücken, finde ich, geht noch. Wobei bei vorne Frontansicht, Frontlatzblatt würde ich sagen, Vorderansicht, ne, von der Grundstellung, da geht der ein bisschen unter. Und auf jeden Fall die Arme. Wenn er die Arme verbessert, das wird ganz, ganz übel in der Zukunft aussehen. Safe. Wird er auch machen, wird er auch seine Wege finden. Mike ist ja noch extrem jung, er ist unter 30, das darf man nicht vergessen. Und er probiert sich natürlich auch. Wir haben alle zum Anfang nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, man muss gucken. Das ist korrekt, wir haben den Stoff mit Löffeln gefuttert, Kalle, ne? Was für ein. Und Kartonriegel. Am besten ist, um schnell massiv zu werden. Und bei ihm ist es tatsächlich der Unterkörper geworden. Wenn der jetzt noch die nötige Form und Qualität aufweist, die Beine, dann ist er da schon mal safe. Die Beine. Mit wem könnte man ihn jetzt vergleichen? Niemanden. Eigentlich mit gar keinem Athleten. Korrekt. Von den Deutschen, weil es sind der Emir, der Tim, der Roman, wen haben wir noch? Den Dennis Reinhold. Das sind alles wirklich grundsätzlich verschiedene Körpertypen, also extrem verschiedene Körpertypen. Und ich sage aber, ich räume tatsächlich dem Mike und den Emir die größte Zukunft ein. Sehe ich tatsächlich genauso. Habe ich übrigens auch in der Stoffmann-Episode. Übrigens, es erscheint jetzt demnächst ein neuer Podcast, der Stoffmann-Podcast. Das ist ein Dreiergespann, könnt ihr euch freuen. Und das habe ich da auch in der ersten Folge genauso gesagt, ja. Größte Zukunft im Open, im Bodybuilding in Deutschland sehe ich tatsächlich Emi und Mike. Im Schwergewichts-Bodybuilding im Deutschen jetzt. Und wenn der Emi Mikes Beine hätte oder Mike. Dann wäre Ende. Emi als Oberkörper. Dann wäre auch Ende. Dann hätte man schon eine richtige Kante, auf dem Olympia zu stehen. Aber hätte die Fahrradkette, ist jetzt nicht so. Und beide müssen halt an ihren Defiziten arbeiten. Der Emi an seinen Beinen und der Mike halt an seinem Oberkörper. Und dann könnte das tatsächlich mal so aussehen, dass einer von beiden
in absehbarer Zeit eventuell mal in den Top 10 steht. Ich mache mal ein Zeitfenster, 3 Jahre. Ja, 2, 3 Jahre hätte ich auch gesagt. Aber 3 Jahre. Wenn sich keiner verletzt und alles weiterhin so wunderbar funktioniert, ne? Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf OAS vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Das ist realistisch. Ich glaube, in dem jungen Alter kann man sich tatsächlich noch so entwickeln und so eine Sprünge machen, dass es möglich ist, so viel aufzubauen, dass sie ihren Platz dort finden, in der internationalen Szene sowieso. Emir ist da ziemlich weit vorne schon angesiedelt, weil er schon tatsächlich... Emir ist auch sehr, sehr bekannt, ne? Auch international, auch bei den Judges und allgemein in der amerikanischen Szene, da hat ihn auch jeder auf dem Schirm. Tatsächlich einige Shows in abartiger Form abgeliefert hat im Schwergewicht. Ich selber durfte ihn ja begleiten bei mehreren Shows als Betreuer und da war er noch sehr, sehr jung gewesen und da konnte ich schon mitbekommen, wie die internationale Szene ihn wahrgenommen hat und die sind da schon aus allen Wolken gefallen, wo er mit 21 dann mit einer Qualität da gestanden hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen, mit 21 Jahren schon. War schon echt schräg und Qualität kann er bringen, das hat er im letzten Jahr gezeigt. Also für einen Mike Chiesler wird es momentan definitiv noch reichen, aber wenn der Mike jetzt nachrückt und sich den richtigen Coach sucht, den richtigen Vorbereiter sucht, die richtigen Sachen macht, dann wird Mike... Also da war es wieder. Also er soll auf jeden Fall den Coach wechseln. Sich auch, glaube ich, noch drastischer entwickeln, weil er ist ein relativ großer Athlet. Nee, er ist größer wie ich. Ich bin 1,80. Mike ist wesentlich größer als ich. Bringt jetzt so Anfang 140, 145 Kilo. Der Coach von Mike ist Łukasz Modzielewski, heißt er, glaube ich, aus Polen. Ist ein polnischer Coach. Kalle kritisiert ihn hier, dass man ein paar Sachen ändern könnte. Aber wenn man sich so den Werdegang jetzt reinzieht von Mike, seitdem der bei dem Coach ist, ich denke nicht, dass ein anderer Top-Coach, keine Ahnung, aus USA oder so, der, keine Ahnung, 2-3 Mille im Monat nimmt, da mehr rausholen könnte in der kurzen Zeit. Also die haben wirklich, ich glaube, die arbeiten jetzt seit 2 oder 3 Jahren zusammen und ich verfolge Mike die ganze Zeit und was er da auf die Beine gestellt hat mit dem Coach und aufgebaut hat. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich würde gerne mal Mikes Meinung dazu hören, was er dazu sagt. Ich schreibe ihm mal, ob er gerade erreichbar ist, dann würden wir den mal im Stream anrufen, wäre doch interessant. Ich lasse mal laufen hier. So auf die Bühne. Bei der Körpergröße habe ich ihm geraten, tatsächlich mal die Offseason so zu gestalten, dass er an Volumen so viel zunimmt, dass die Offseason-Form bei ihnen dann irgendwas bei 155 Kilo landen muss, wenn er wirklich die nötige Masse drunter aufbauen will. Wenn nicht sogar vielleicht noch einen Ticken schwerer. Aber weil es gibt Athleten, die sind sehr, sehr schwer, aber wirken nicht so schwer. Genau wie umgedreht. Manche, die sehen extrem schwer aus und wiegen gar nichts hier. Das beste Beispiel, Derek Lunsford mit 102 Kilo, ne? Das ist krass, wog Derek Lunsford wirklich nur 102, Alter? Geisteskrank. Ja, okay, der ist auch sehr, sehr klein, ne? Aber ich dachte, der wiegt ein bisschen mehr. Ich will mir jetzt Maul nicht verbrennen, aber es ist jetzt kein Schwergewichtler in dem Sinne für mich, ne? Es ist Mr. Olympia, ist der beste Athlet im Schwergewicht, aber Schwergewicht habe ich halt noch anders im Kopf. Aber wenn der... Ja, aber das ist doch immer in Relation mit Körpergröße, Heiko. Wenn einer 1,65 Meter groß ist und 102 Kilo wiegt, dann ist er ein Schwergewicht, ja? Die Aussage ist wieder völlig hirnlos, Heiko. Mensch! Look dafür reicht, sich den Titel zu holen, dann darf man nicht vergessen. Mike antwortet eigentlich sehr schnell, aber jetzt gerade hat er die Nachricht noch nicht gelesen. Derek ist ein Kopf größer wie eine Kaffeekanne. Ist, glaube ich, Derek ist ein Kopf größer als eine Kaffeekanne. 1,68 Meter groß, was jetzt nicht das Größte ist. Und hey, Junge, der Typ ist Wahnsinn. Der Mike, der ist mal eben locker fast 20 Zentimeter größer. Also kann man sich vorstellen, was da an Muskelmasse mehr ran muss, dass der neben so einem kleinen, massiven Athleten überhaupt wirkt. Aber die Problematik kennt der Mike. Er arbeitet fleißig dran. Er sucht Wege. Er ist im Kopf nicht verfahren. Er hat frisches Denken. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Er probiert Sachen. Er ist neuen Sachen aufgeschlossen vor allen Dingen. Und genau das wird ihn weiterbringen, dass man nicht den Klugscheißer raushängen lässt, wie manch andere. Ja, sondern dass man sich auch mal ganz wichtig, ne? Sachen annimmt, die man, von denen man vielleicht gar nicht so überzeugt ist, aber die man gerne mal ausprobiert und am Ende, wenn sie funktionieren, übernimmt man einen Teil davon. Und wenn sie nicht funktionieren, ja, dann schmeißt man sie halt wieder raus. Aber irgendwas muss man ja probieren, wenn die Sachen, die ich bisher gemacht habe, nicht wirklich so gefruchtet haben,
wie es eigentlich hätte sein müssen oder sollen. Ne? Und was das angeht, denke ich mal, ist der Mike vom Mindset her sehr gut aufgestellt und ein richtig guter Athlet. Ja, ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Ich denke, ich werde noch das eine oder andere Danke, Pumping. Projekt mit ihm haben. Also wir haben. Ich freue mich, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu ihm habe oder wir untereinander ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben. Und ich beobachte sowas mit Wohlwollen natürlich, wenn sich Athleten so entwickeln. Und ja, wer mal richtige Beine sehen will, der versucht mal in der Nähe von Mike Chiesler zu trainieren. Und dann sieht er zwei richtige Klopper. Und guckt sich die Haxen mal live an. Das ist schon eine schräge Nummer, definitiv. Ja. Zu dem Thema ist eigentlich alles gesagt. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace and Love and Rock'n'Roll, euer Ken Kalle. Jawohl. Also, um ganz weit mitzumischen vorne, dauert es noch 2-3 Jahre. Dann sehen wir vielleicht Mike oder auch ein Emi in der Top 10. Sehe ich genauso. Coachwechsel sehe ich tatsächlich nicht. Ich finde, Mike ist da bestens aufgehoben. Aber Kalle hat ja immer eine Meinung, die nicht jeder teilt. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ESN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.